Mein Team und ich, wir hatten nicht damit gerechnet, dass nochmal ein zweiter Lockdown unserer Branche bevorsteht und dann tatsächlich auch realisiert wird. Man hat natürlich die Zahlen der Neuinfektionen aus den Medien im Blick und denkt, oh ja, natürlich, es schießt nach oben an die Decke. Aber ich ging ursprünglich nicht davon aus, dass die Regierung das Ganze dann zulasten der Freizeitbranche oder der Gastronomie austrägt. Ja, das heißt, wir wurden ja quasi geschlossen und die Mitglieder haben sehr bestürzt reagiert. Beim ersten Lockdown ist es so, dass es mehr Verständnis gab einfach für die Schließung, weil man kannte die Erkrankung Covid-19 noch nicht so gut. Man hat noch Erfahrungen sammeln müssen und man musste schnell reagieren, um eine Krankheit, die man nicht kennt, möglichst schnell einzudämmen. Jetzt beim zweiten Lockdown ist es so, dass man den Menschen ihre Freizeitunterhaltung einfach nimmt. Und das ist für mich eine sehr schwierige Lösung. Und nicht nur, weil wir privat als Unternehmer und auch meine Familie darunter, meine Mitarbeiter darunter massiv leiden und natürlich auch unsere Kunden, die nicht trainieren können, sondern weil die Bundesregierung ganz klar den Menschen die Möglichkeit nimmt, in der Freizeit etwas für sich zu tun. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, die große Problematik an dem ganzen Thema ist doch das Treffen von Menschen im privaten Umfeld. Das heißt, woher kamen die Auslöser in unserem Raum hier kurz vor der Schließung, kurz vor dem zweiten Lockdown-Light, wie man es so schön sagt? Es kam ja von Geburtstagen, von Hochzeiten, von Events und es kam nicht von der Gastro. Es kam nicht von den Fitnessstudios. Es ist so, dass bei uns in den ganzen Anlagen, wir haben 4 Stück und haben insgesamt 5000 Kunden und es war nicht ein einziger Covid-19-Fall bekannt, weder bei Mitarbeitern noch bei Kunden. Und die große Bestürzung von Mitgliedern habe ich erfahren, ganz einfach deshalb, weil die Menschen sich hier sehr, sehr gesittet betragen haben. Und genauso ist es so, wenn ich in die Gastro gegangen bin, ich gehe samstags mit der Familie leidenschaftlich gern essen und auch da ist es so, dass ich beobachtet habe, wie Menschen den Abstand halten, wie die Leute sich die Hände desinfizieren, wie die Leute an ihren Platz gehen mit Masken auf und genauso konnte ich es hier beobachten. Und die Rückmeldung, die hier kam und immer noch kommt von Mitgliedern, weil wir machen uns jetzt die Mühe in dem Lockdown, das ist uns absolut wert und wir telefonieren täglich unsere Kunden an. Wir sprechen mit unseren Mitgliedern, wie es ihnen jetzt zurzeit privat ergeht, wie von unserer Prognose her das weitere Vorgehen ist in den nächsten Wochen. Und da haben wir natürlich viele Gespräche und die meisten Leute sagen, du, ich kann das nicht nachvollziehen, dass man euch schließt. Ich gehe vom Gerät runter, ich desinfiziere meine Hände, ich desinfiziere das Gerät. Wir halten hier Abstand, jedes zweite Gerät ist leer. Die Leute haben hier 3 Meter Abstand. Wir haben jetzt hier speziell in Ramstein 2100 Quadratmeter Fläche. Und wenn hier viel los war jetzt, in der Nachsommerzeit, also sprich nach dem ersten Lockdown, dann waren hier 50 Personen auf 2000 Quadratmeter. Ja, das heißt, wie viel Abstand soll ich jemandem noch geben als 40 Quadratmeter? Das ist quasi eine 80 Quadratmeter Wohnung mit 2 Personen. Und deswegen haben wir alle mit Bestürzen auf diese Schließung, auf diese erneute Schließung reagiert. Sicherheit. Also die Sicherheit unserer Gäste und natürlich auch Mitarbeiter stand für uns von Anfang an schon mit der ersten Pandemie oder mit der ersten Welle an oberster Stelle. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass jemand, der hierher kommt, dass der sich hier nicht nur sicher fühlen muss, sondern dass er auch sicher sein soll. Und mein Standpunkt ist bis heute und bleibt auch so, dass es keinen sichereren Ort gibt für jemand, der sich außerhalb seines Hauses bewegt, als unsere Sport- und Fitness- und Gesundheitszentren hier in Ramstein, in Rotalben, Pirmasens und auch in Zweibrücken. Es ist so, dass wir ein sehr ausgeklügeltes Hygienekonzept erstellt haben mit Experten. Wir haben sogar Ärzte darin involviert. Und es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass das jetzt einfach über den Haufen geworfen wird. Das heißt, nur um sich das mal bewusst zu machen, die Menschen halten bei uns 3 Meter Abstand. Jedes zweite Gerät wurde nur belegt.
Bei den elektronischen Geräten haben wir es so gemacht, dass die Gäste, die trainieren, erst an dem nächsten Gerät einsteigen, wenn ein Kunde schon ein Gerät zwischendrin weiter ist, wodurch immer Abstand gehalten wird. Es war oder ist rührend, wie unsere Mitglieder mitgeholfen haben. Die Mitarbeiter haben stündlich in allen Standorten die Geräte hier abgerieben und gereinigt. Sehr verehrte Damen und Herren, stellen Sie sich mal vor, wie es wäre, wenn in einem Supermarkt die Mitarbeiter durch den Supermarkt laufen würden oder durch den Baumarkt und dort alle Stunden alle Orangen, ja, alle Äpfel, die wieder zurückgelegt werden, oder Schraubenpäckchen desinfizieren oder abreiben. Deswegen ist es für mich mehr als nicht nachvollziehbar, dass wir hier aus einer Laune heraus geschlossen werden. Und es ist auch nicht fair. Eine Firma, die mit H anfängt und aus der Vorderpfalz kommt und weltweit agiert im Bereich Baumarkt, hat seit Corona, seit Covid, erster Schließung, 25% Umsatz plus gemacht. Wenn Sie bei Ihrem Baumarkt-Shopping dorthin fahren und erstmal keinen Parkplatz finden in Corona-Zeiten, dann finde ich das bedenklich. Und wenn ich durch den Baumarkt gehe und die Regale, die ganzen Wege sind voll mit Risikopatienten, dann verstehe ich nicht, warum es uns untersagt wird, unter strengen Hygieneauflagen diese Menschen bei uns fit halten zu dürfen. Auch ist es so, dass wir von unserer elektronischen Software bereits reagiert hatten und haben es so gemacht, dass allerhöchstens so viele Menschen eingeloggt sein können in ein Gesundheitszentrum von uns, dass diesen pro Person 25 Quadratmeter zur Verfügung stehen. In unseren Kursräumen ist es so, dass auf dem Boden Smileys kleben. Die Smileys sollen natürlich unseren Gästen auch in diesen schweren Zeiten ein Lächeln zaubern beim Training, die dem Kunden 10 Quadratmeter in einem Kursraum garantieren. Die Auflage der Regierung war nach der ersten Welle 5 Quadratmeter pro Kunde. Also das heißt, wir haben die Auflagen nicht nur erfüllt, wir haben sie sogar übererfüllt. Und es ist so, dass wir ein Lüftungskonzept haben, wo wir quasi in Räumen, die keine Lüftungsanlage haben, alle 20 Minuten Stoßlüften gemacht haben. Also alle 20 Minuten alle Fenster auf, wieder zu. In welchem Baumarkt passiert das bitte? In welchem Supermarkt passiert das? Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich gönne es jedem Supermarkt, dass die aufhaben dürfen. Ich gönne es jedem Baumarkt. Aber ich finde es einfach eine Ungerechtigkeit, dass hier bei uns ein Exempel statuiert wird, wo es absolut fehl am Platz ist. Ja, was die Finanzen angeht, ist es so, dass die Pandemie natürlich deutliche Auswirkungen darauf hat. Da braucht man nicht in den Mond vorzuhalten. Es ist so, dass Freunde von mir, die teilweise seit 20, 25 Jahren selbstständig sind, mittlerweile ins Straucheln kommen. Und es ist auch vollkommen logisch. Jetzt gehen Sie mal davon aus, dass Ihnen jemand Ihren Betrieb von 12 Monaten Betriebszeit 5 Monate schließt. Und das ohne ihr Zutun und ohne ihr Verschulden. Es sind für mich Dinge, die vor einem Jahr noch nicht denkbar gewesen wären in unserer demokratischen Gesellschaft, wie wir sie viele Jahre in Deutschland genießen. Und Gott sei Dank ist es so, dass sich viele unserer Kunden solidarisch zeigen und die Mitgliedsbeiträge weiterlaufen lassen. Es ist auch so, dass wir weiter abbuchen, weil ich sage es ganz offen, bei uns ist ein Monat Komplettschließung ist ein Verlust von 200.000 Euro. Es ist ein Monat Komplettschließung. Und wir sprechen jetzt nur für die Zeit der Schließung, wovon keiner spricht, keine Politik, keine Wirtschaftsexperten. Das sind die Auswirkungen der Pandemie auf unsere Branche langfristig. Das heißt, vom ersten Lockdown bis zum zweiten Lockdown haben wir natürlich weiterhin Kunden abgebaut, trotz erheblicher Marketingaufwände und trotzdem, dass wir die Leute anrufen, trotzdem, dass wir Programme erstellt haben mit Experten zum Bereich Immunboost. Ja, also wirklich Programme, die Menschen jetzt gesund durch die Pandemie führen sollen. Unser letztes Programm, was gerade im Hintergrund noch läuft, nennt sich Starker Rücken und fitte Gelenke jetzt im Spätjahr und wird kombiniert mit dem Thema Immunsystemstärkung. Also jetzt gerade im Spätjahr natürlich wahnsinnig interessant, auch für die ganz normale Grippe, die uns alle so erwartet jedes Jahr. Und das Problem ist, dass wir bereits jetzt schon einen Branchenrückgang haben von den Umsätzen von 6-8% Gesamtumsatz. Ich prognostiziere für nächstes Jahr einen Rückgang, der zwischen 12-15% im Umsatz liegt.
Und für jeden, der von Ihnen ein bisschen kaufmännisches Verständnis hat, der weiß, dass es in unserer Branche leider so ist, dass Sie ja keine 10% Gewinn vor Steuer haben. Das wäre schön, aber das ist nicht der Fall. Das heißt, brechen uns 10% weg, sind wir schon in mehreren hunderttausend Euro im Negativbilanzbereich im Jahr. Und deswegen mein Appell an Sie als Kunde, bleiben Sie uns treu. Sie möchten auch den anderen Fitnessstudios, bleiben Sie auch den anderen, meinen Mitbewerbern, bleiben Sie Ihren Leuten treu. Denn Sie möchten nach der Pandemie doch auch wieder in ein Fitnessstudio gehen irgendwann und etwas für Ihr Immunsystem und für Ihren Körper tun. Es wird einfach so sein, dass Branchen ausradiert sein werden, wenn wir da nicht solidarisch zusammenstehen und gemeinsam an einen Strang ziehen. Zum Thema Hilfe der Bundesregierung habe ich hier eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Und zwar war es so, dass es Hilfspakete gab im ersten Lockdown. Ich kenne Leute, die haben Ferienwohnungen und haben für die Schließung der Ferienwohnung einen mehrstelligen, also 1.000-Euro-Betrag erhalten an Hilfe vom Staat. Wir haben beim ersten Lockdown vom Staat keinen Cent erhalten. Und wissen Sie, was die Aussage war, warum wir keinen Cent erhalten? Wir haben zu viele Mitarbeiter. Wir beschäftigen nämlich in den Springer Fitness- und Gesundheitsclubs derzeit 76 Mitarbeiter. Und es gab Subventionen, die eine gewisse Mitarbeiterzahl vorgegeben haben. Wenn die überschritten wurde, haben sie kein Geld bekommen. Die Aussage, die ich erhalten habe, ist, ja, Sie können sich ein KfW-Darlehen nehmen von 500.000. Jetzt die Frage in den Raum. Wenn ich von einer Zukunftsprognose ausgehe, die mir in den nächsten 2 bis 3 Jahren leider langfristig einen Einbruch von 10 bis 15% meines Umsatzes vorgibt, wie soll ich dann ein Darlehen zurückbezahlen, das im mehrstelligen 1.000-Euro-Bereich im Monat liegt? Wie soll das funktionieren? Da wäre ich kaufmännisch ja eine Niete, wenn ich auf so ein Angebot eingehen würde oder eingehen muss. Wir werden sehen, wie lange wir noch geschlossen bleiben. Wir kämpfen als Team und meine Frau und ich, meine Familie, wir alle kämpfen und versuchen, das Ganze zu überstehen. Und wir werden nächstes Jahr für unsere Kunden auch 2021 wieder da sein und mit ihnen gemeinsam etwas für ihre Gesundheit tun. Ja, das Thema Gesundheit jetzt während der Schließung anzugehen, er stellt sich natürlich als sehr schwierig raus. Was machen wir als Springer Fitness- und Gesundheitsclubs für unsere Kunden in dieser Zeit der Schließung? Wir bieten Online-Kurse an. Das bedeutet, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen Livestreaming-Kurse. Diese Livestreaming-Kurse kann man bei uns zum Beispiel auf den Facebook-Seiten Pirmasens und Rammstein regelmäßig sehen und auch mitmachen. Wir haben in Rammstein zum Beispiel extra für Mitglieder eine geschlossene Gruppe gemacht in Facebook. Die nennt sich Les Mills Rammstein. Ist mega cool. Haben wir ja letzte Woche begonnen und haben jetzt schon knapp 200 Leute, die in dieser Gruppe drin sind und da regelmäßig mitmachen. Des Weiteren ist es so, dass es auf unserer Homepage www.springer.live ein Wissensportal gibt. Und zu diesem Wissensportal kann man sich anmelden, jetzt in Zeit von Covid-19 sogar auch als Nichtmitglied für einen begrenzten Zeitraum. Es ist komplett kostenfrei und wir schalten Sie dann frei als Mitglied und auch als Nichtmitglied, also auch Ihre Familie und Freunde sind recht herzlich eingeladen. Sie finden dort hunderte Rezepte, die gesund sind. Sie finden dort Sportprogramme für zu Hause in der Freizeit und Sie finden dort zum Beispiel auch E-Books. Also auch auf das Thema Stress wird ganz intensiv dort eingegangen, weil den Stress haben wir doch jetzt alle. Ja? Und Zukunftsängste plagen natürlich nicht nur mich, das wäre vollkommen egoistisch, sondern es plagen doch unsere Mitarbeiter, das plagen viele Kollegen, viele Menschen, die von dem Lockdown betroffen sind. Und es sind ja, weiß Gott, sehr, sehr viele. Wie schätze ich das Thema Gesundheit ein und Lockdown der Fitness- und Gesundheitsbranche? Ich reagiere ja nicht nur aus purem Egoismus hier mit Unverständnis aufgrund von der Schließung. Natürlich ist es so, dass ich an meine Mitarbeiter denken muss, an ihren Job denken muss, an meine Familie denken muss, weil wir stehen sonst alle auf der Straße. Aber man muss sich mal vorstellen, ich habe eine aktuelle Zahl vom Ärzteblatt, da können Sie das Ganze nachlesen online. 2010 gab es in Deutschland 175.000 Tote, die an Diabetes mellitus 2 oder der Folgen dieser Erkrankung gestorben sind. Diese Zahl muss man sich mal vor Augen halten. Wir haben jetzt in diesem Jahr, also 2019,
19 sind die Auswertungen da, haben wir in Deutschland 7 Millionen Menschen, die an Diabetes 2 erkranken. Und Diabetes 2 ist keine Alterserkrankung mehr, sondern wir haben viele Menschen, die zu uns kommen mit 30, die an Übergewicht leiden, die Hilfe brauchen, um vom Übergewicht runterzukommen, die einfach alleine nicht rausgehen. Die Auskunft von der Politik ist dann, ja, dann sollen die Leute rausgehen zum Sport machen. Sehr verehrte Damen und Herren, wenn wir über Menschen sprechen, die unter Anleitung schon Schwierigkeiten haben, regelmäßig zu trainieren, was erwarten Sie sich denn, dass die Menschen machen in ihrer Freizeit? Meinen Sie, die gehen dreimal die Woche raus, laufen? Die nächste Frage, die man sich stellen muss, ist, wie effektiv ist denn dieses Laufen alleine? Also verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin ein großer Freund. Alle, die Rad fahren, alle, die laufen gehen regelmäßig, ganz toll machen Sie das. Aber Sie brauchen ein Training für Ihre Muskeln. Und diese Möglichkeit wird den Menschen hier genommen, zurzeit von der Bundesregierung, die angeblich ja so viel Menschenleben retten möchte, aber andererseits so viel Millionen Menschen, 12 Millionen Menschen gehen in Deutschland ins Fitnessstudio und machen etwas für sich. Diesen Menschen wird die Möglichkeit genommen, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Wir kriegen Anrufe von Kunden, die 86 Jahre überschritten haben und sagen, Mensch, wann macht ihr wieder auf? Wisst ihr mehr wie mir? Mein Rücken tut so weh. Ich kann mich bald nicht mehr rühren. Und wie gesagt, es ist wichtig, verstehen Sie mich nicht falsch, es ist wichtig, jedes Menschenleben zu retten, was zu retten ist. Es ist unheimlich wichtig. Aber es ist der falsche Ansatz, meiner Meinung nach, hier die Gesundheit, Orientierung der Menschen lahmzulegen und jetzt zurzeit mit Facebook-Spots zu arbeiten als Regierung und dort zu propagieren, dass Menschen Helden sind in Zeiten von Corona, weil sie jetzt zu Hause bleiben, sich auf die Couch legen und Fastfood essen. Also mein Verständnis für eine Volksgesundheit ist da eine ganz andere. Abschließend appelliere ich in allererster Linie an die Politik. Einfach, sehr geehrte Damen und Herren, bitte akzeptieren Sie, dass Fitnessstudios mit einem Schwerpunkt auf Gesundheit systemrelevant sind. Die Zeiten, dass wir Muckibuden sind und es nur darum geht, die oberen 3 Zentimeter des Bizeps rauszubringen oder zu definieren, diese Zeiten sind vorbei, jedenfalls bei uns. Bei uns ist es so, dass wir mit Menschen arbeiten, die masterstudiert sind. Viele meiner Mitarbeiter haben Studiengänge absolviert. Die meisten Trainer sind in Festanstellung. Wir sind hier keine Hobbythek. Und es wäre schön, wenn wir von der Politik auch genauso gesehen werden. Und wenn die Politik erkennt, wir sind, und das weiß ich, wir sind eine Branche, die ein bisschen über 1 Milliarde Euro Umsatz macht im Jahr. Das heißt, wir sind rein, was die Steuergelder angeht, für die Politik uninteressant. Aber wir sind relevant für die Volksgesundheit. Nochmal, bei uns trainieren 12 Millionen ihrer Wähler und Menschen in Deutschland. Und viele dieser Menschen trainieren nicht hier aus Jux und Dollerei. Ich bin seit vielen Jahren in der Fitnessbranche und Gesundheitsbranche tätig und habe viele tausend Beratungsgespräche mit Kunden geführt. Und in den wenigsten Fällen kommen die Kunden und sagen, ja, ich möchte bei Ihnen Sport machen aus Spaß. Und weil ich hier so ein kleines bisschen Fett haben möchte, sondern die meisten kommen und sagen, mein Mediziner schickt mich, ich habe Rückenschmerzen, was kann ich tun? Ich möchte mir die Arbeitskraft für meinen Betrieb erhalten, also Thema wieder Steuergelder auf anderer Basis, nämlich als Angestellte, die hoffentlich ein Leben lang bis zum Rentenalter dem deutschen Staat als Steuerzahler dienen und aktiv arbeiten können und sich daran beteiligen können, an der gesellschaftlichen Entwicklung, zumindest was Finanzielle angeht. Deswegen kommen die Menschen zu uns. Und ich denke, das sollte man sich einfach bewusst machen. Und ich danke vielmals den Mitgliedern, viele davon sind mittlerweile auch Freunde. Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen für die Arbeit, die sie in der Vergangenheit gemacht haben für uns, die sie jetzt machen während des Lockdowns auch für unsere Mitglieder. Und ich danke für die Solidarität, die zeigt, dass wir eine ganz, ganz tolle Gemeinschaft sind, dass wir eine große Familie sind. Hier in Deutschland, hier in Ramstein und an den anderen Orten, wo wir uns für die Gesundheit und Fitness der Bewohner einsetzen. Wir sind auch für Sie in der zweiten Lockdown-Phase da. Sie erreichen uns täglich Montag bis Freitag von 9 bis 12 und von 16 bis 19 Uhr an allen Springer-Standorten. Und wir
beantworten dann Ihre Fragen direkt am Telefon. Sie kriegen uns natürlich auch per Mail auf info@springer.live, live mit F wie das Leben, passend zur Situation. Wir wollen alle unser Leben erhalten und verbessern und so lange fit und gesund sein, wie wir es nur irgendwie schaffen können. Und dazu leisten wir und unsere Mitarbeiter einen erheblichen Beitrag. Ich danke Ihnen.